Hallo Leute, ich bin's, euer Impact Rider. Und wenn ihr noch nicht geritten seid, dann müsst ihr das unbedingt nachholen, denn das wirkt. Mit diesen Worten melde ich mich zurück hier bei Assassin's Creed 3. Und wir machen am besten weiter. Wir haben im letzten Part haben wir Church und Benjamin Church und sonst noch jemanden gefunden. Ich habe den Namen vergessen. Und ja. Jetzt beschreiten wir mit dem, glaube ich, unsere Ziele. Oder so ähnlich. Oder nein, wir suchen den nächsten auf unserer Liste. Southgate infiltrieren. Nein, jetzt machen wir schon eine Infiltration. Ich fange gleich damit an. Gentlemen, ich bin überzeugt, ich habe die Lösung für unser Problem. Vielmehr, Odysseus hat sie. Und sie will? Ein neuer Rekrut? Der griechische Held, du Simpel. Lass mich erklären. Wir dringen Silas vor ein, getarnt als Gleichgesinnte. Sind wir drin, schlagen wir zu, befreien die Sklaven und töten den Händler. Riskant, riskant. Gefällt mir. Dann... Jetzt werden wir einen Konvoi benötigen. Einen Konvoi. Der Konvoi sollte bald eintreffen. Angriff auf mein Signal. Verstanden, Sir. Machen wir es richtig. Werden wir sie unvorbereitet treffen. Das Boston Country Journal. Ein Penny, der sich wirklich lohnt. Nicht schlecht. Gute Ablenkung. Meine Waffe aufzuheben. Gut, kann ich jetzt allerdings noch nicht machen. Ja, jetzt hat sie natürlich plötzlich Schuss. Jetzt muss ich einfach anfangen zu schießen, oder was? Das ist ein bisschen... Was zur Hölle ist das? Bitte entschuldigt, Sirs. Wie es scheint, ist uns hier ein kleines Unglück zugestoßen. Bringt es in Ordnung, aber schnell. Natürlich, Milord. Sofort. Frage, wen soll ich zuerst erschießen? Den dort? Ja, das wird wahrscheinlich fehlschlagen. Beeilt euch! Wir versuchen's. Meine Geduld ist bald zu Ende. Ihr tut, was ihr könnt, Sir. Boah, Alter, ey. Also, entweder schafft ihr den Wagen da weg, oder wir reiten hindurch. Bitte, wartet. Wir haben... Rauchbomben. Charles,
Ihr und William, ihr seid die Vorhut. Lasst keinen zu uns durch. Was ist mit mir? Ihr und John folgt uns aus der Entfernung und haltet Wache. Ich gebe ein Signal, sobald wir eure Dienste brauchen. Wir sind hier, um zu helfen, dir und den Gefangenen im Southgate Fort. Befreie mich. Nicht, bis wir da drin sind. Wir dürfen am Tor wirklich nichts riskieren. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Hoffentlich versagt sie sonst nicht. Weißt du etwas über Silas Vorhaben? Wie viele Männer erwarten uns dort? Welche Verteidigungen haben sie? Natürlich schreckt sie nicht. Du musst ihm recht wichtig sein, wenn er dir eine eigene Eskorte gibt. Sir, wir haben Feinde voraus. Sollen wir angreifen? Nein. Lass Jonathan und Thomas das erledigen. Wie ihr wünscht. Du vertraust uns nicht. Und ich verstehe, dass du vorsichtig sein musst. So sei es. Schöner Wagen. Ganz toll. Zwei PS. Ist auch nicht schlecht. Beinahe ein Ferrari oder so. Halt! Identifiziert euch! Wo ist Lieutenant Jones? Was hat das zu bedeuten? Aha. Werden wir jetzt schon angehabt? Der wird vorangehabt. Um den Arme vor der Entdeckung zu starten. Du! Ich habe ja R2 gedrückt gehabt. Oh, toll. Das kann ich nochmal machen. Weißt du etwas über Silas Vorhaben? Wie viele Männer erwarten uns dort? Welche Verteidigungen haben sie? Ah ja. Du musst ihm recht wichtig sein, wenn er dir eine eigene Eskorte gibt. Sir, wir haben Feinde voraus. Sollen wir angreifen? Nein. Lass Jonathan und Thomas das erledigen. Wie ihr wünscht. Nichts. Ja, du vertraust uns nicht. Aber ich verstehe, dass du vorsichtig sein musst. So sei es. Was machen die denn im Eis? Jetzt probiere ich es mal richtig zu machen. Halt! Identifiziert euch! Wo ist Lieutenant Jones? Was hat das zu bedeuten? So, und jetzt schaue ich, lese ich nochmal, welche Taste ich gedrückt haben muss. L2, nicht R2. Scheiße. Greif den Feind an! Sagen, dass mehr oder weniger gerade ihr General ermordet wurde, also ja. Das sind ja eigentlich 4. Gottverdammte Hunde! Hier, den Kahn. Ich muss die Ladung überprüfen. Los. Lasst keinen zu uns durch! Heute triffst du den Zinsenmann! Ihr bringt Fleisch, ich will sie mir mal ansehen, bevor Silas sie benutzt. Auf eure Posten! Verstanden. Einen Moment mal. Seid ihr neu? Wer ist euer Aufhörer? Nur Bescheid, ich strecke sie nie. Ja, ich glaube, es wird noch ein paar Anfragen. Komm.
Tom! Dein Leben ist beendet! Du Idiot! Sicher! Was ist jetzt das denn? Ich habe L2 gedrückt. Wobei, ja, vielleicht konnte ich ja gar nicht. Also hier, die sind wir also schon mal durch. Gottverdammt, das ist der Kampf. Lasst keinen zu uns durch! Heute triffst du den sechsten Mann. Genau. Dann packe bei. Das haben wir auch schon geschafft. Ich glaube, spielt gar keine Rolle, wenn. Wenn, wann, das sehen wir. Ihr bringt nicht Fleisch. Auf eure Posten! Ich will sie mir mal ansehen, bevor verstanden. Seit wann haben wir denn so viele Verbündete? Sag nur Bescheid, ich strecke sie nie. Einen Moment mal. Greift den Feind an! Wer ist euer Officer? Und tschüss. Was erlebt noch? Schade. Alles frei. Gut. Mal weiter. Hast du hier die Kasse nachgeschafft? So, ich glaube jetzt. Halt! Logischerweise ja. Guten Abend, Gentlemen. Nennt euer Anliegen. Lieferung für Cyrus. Rein dann. Gut. Ich merke, dass es nicht mehr derselbe ist, der ehrlich kommen sollte. Siehst du? Ich befreie dich, wie ich es versprochen habe. Wenn ich dir vielleicht erklären dürfte. Ja, dann geh mir. Lasst sie gehen. Sie wird uns verraten. Nein. Nein, wird sie nicht. Wie lautet der Plan? Befreit unbemerkt die Gefangenen. Was ist mit Silas? Er stirbt. Er stirbt. Das Signal, wenn ihr bereit seid. Den General finden und töten, haben hier Attentate hinter der Ecke. Also jetzt muss ich das irgendwie besser angehen. Wow. Das ging aber schnell. Sehr geschickte Gegner sind jetzt mal zu. Um jetzt hier zu finden. Wie verläuft die Wache? Wen haben wir denn hier? Neuer Rekord. Er ist letzte Woche aus London eingetroffen. Haltung nicht.
ist das immer? Gebt das Signal, wenn ihr bereit seid. Ich kann's schon, aber... Wer ist denn lieber? So wahrscheinlich. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich das mache. Was? Ich habe eine andere Idee. Vielleicht steht hier was in Animus Trainingscenter drin. So. Ja, das ist Waffendrücke, um einfach Nahkampfwaffe zu benutzen. Der Klan ist schon nur Gegner im Militärzimmer, kein Satz für Zivile zu zielen. Ja. Indem du gedrückt hältst, wenn du auf ein Ziel läufst, sobald es in der Welt wird, es automatisch in Angriff gelegt. Du kannst die Technik nutzen, um flüssige und fortgesetzte Angriffe ohne Unterbrechung auszuführen. Wenn du die verschiedenen Ausnahmen auslöst, kannst du Attentate auf zwei Ziele gleichzeitig verüben, sofern sie in Reichweite zu kommen. Außerdem kannst du mit den versteckten Klinhammchen aber Modus angefügt, Connor anheimlich und dann kann vom Tatort fliehen, bevor irgendwer merkt, was geschehen ist. Im Aufregung eines Gedichts einander unübersehbar und es wird Zeugen geben. Na. Also. Taktiv probiert das drin. Zeig die Information in das Anlage zu knüpfen, indem es Objekt in der Uhr hervorhebt, das habe ich lust, ein Farbkogene werden rot markiert, verbündete Blauzivilisten mit Informationen, Mission, Ziel, Gold, Rekrutenfähigkeit anzusetzen. Ausgehört, Lehre, Riffe aber nach Waffe nachzulassen hat, um das Waffenrad zu öffnen. Ja, ich glaube, ich habe jetzt so ein bisschen herausgefunden, wie ich das machen will. Und ich probiere das jetzt nochmal. Und zwar machen wir das mal mit der versteckten Klinge und nicht mit. Und jetzt. Gentlemen, wie verläuft die Wache? Wer bist du? Thomas Smith, neuer Rekrut. Er ist letzte Woche aus London eingetroffen. Und soll es mit uns auf Patrouille gehen? Auf Silas geheißt. Ich nehme an, das ist nicht allzu kompliziert. Auf Störungen achten. Sicher gehen, dass Ordnung herrscht. Und er wacht. Ich würde nicht weiß, umso besser. Mach einfach, was man dir sagt. So, das hat schon mal funktioniert. Sich hierhin.
die auf dem Schiff? Noch? Heimliche Attentat von hinter einer Ecke. 1 von 3. Toll. Das Generat mit ihr machen, die auf der Patrouille sind. Und ich habe schon 2 von denen gekillt. Und habe das nicht gemacht. Nein. Du da! Stopp! Komm. Jetzt sieht er mich nicht mehr. Glück gehabt. Ich dachte schon. So, und jetzt probieren wir das nochmal. Wahrscheinlich merkt er uns gerade. Wahrscheinlich sieht er gerade wieder, dass wir es sind. Aber wie es weitergeht, das sehen wir im nächsten Mal bei Assassin's Creed 3. Und es ist spannend. Ich hoffe mal, dass ich das schaffe noch, den noch auszuschalten. Schade, dass ich die anderen 2 nicht so gemacht habe. Aber naja. Kann ich immer alles richtig machen im ersten Mal. Also nämlich ja mein erstes Assassin's Creed Spiel. Und von dem her. Jo. Das war's für heute. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Euer Impact Rider. Tschüss zusammen.